Moin, neue Hunde, neues Glück. Ja, kann man kurz. So, sieht besser aus als dieses Grippe da hinter mir. Ja, ich habe ein bisschen was weitergemacht. Das ist alles noch nicht so einfach. Das ist nur zum Rein- und Rausfliegen da. Ich gehe mal hier ein Stück zurück. Weiß gar nicht, wie weit habe ich denn in der letzten Folge gemacht? Es geht halt immer noch nicht so richtig. Gehen wir ein Stück zu hier. Jetzt haben wir zwei von denen. Das ist noch offen, auch wie gesagt, damit ich da rein und rausgehen kann. Und das Kabel, damit ich hier durch die Gegend fliegen kann. Nee, sonst wird es ein bisschen schlecht, um es mal so auszudrücken. Ich habe hier ein bisschen rumhantiert, was ich denn hier so mache. Das ist nur, damit ich da drauf laufen kann. Wir können ja mal kurz hier gucken. Ich habe diesen, was habe ich denn hier an? Ach, diesen Schwebedings. Okay. Wir können ja mal hier kurz gucken. Was geht denn da eigentlich? Ach, die Sonne geht wieder mal unter. So, wenn man das jetzt so macht. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal so ein Ding hier zwischen rein machen soll oder diese langen Stäben. Wir machen mal gerade jetzt die runter. Und das ist ziemlich tief. So, hier. Da ist Ende. Oh. Mal gucken. Machen wir den auch nochmal hier. So. So. Jetzt gehen wir hier nochmal hoch. Hier fehlen noch die Glasscheiben. Ach, übrigens, ich habe hier das Dach jetzt mal so gemacht, ne? Damit das hier dieses 1er ist. Hier 8x2 und hier 8x1. Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht. Ich habe das letzte Mal das damit gemacht. Ne? Hier. Ne? Und so und, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Ja? Hier. So, das war 8. So. Das habe ich jetzt wieder gemacht. Und diesmal ist es so gewesen, dass auch hier, das ist da oben ja schon, diese Ritz da, wenn ich darüber gehe, die Foundation, die ich hier gemacht habe, dann ganz zum Schluss hier, also ich habe von da hinten habe ich gestanden, habe das Ding so lang gezogen, beim ersten Mal habt ihr ja gesehen, im Video hat das ja funktioniert, einen Versatz drin hatte. Also das Ding dann nicht hier war, sondern hier um einige Zentimeter nach da. Da vorne noch genau und weiter nach hier hinten dann immer mehr Versatz. Das war ja vorher nicht. Ne? Und jetzt ist es das auf einmal. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Es gab in der Zwischenzeit vom Smart Mod kein Update. Also da ist nichts geändert worden. Bei dem Spiel weiß ich jetzt hier gar nicht, wie lange das dazwischen ist. Aber das hat mich dann doch schon irgendwie gewundert. Weil wir haben ja da oben auch diesen Versatz drin. Ne? Da ist ja der Spalt drin. Sieht man jetzt hier nicht. Mit der Foundation nach da hinten. Und da schließt die Wand nicht ab. Keine Ahnung, woran das liegt. Ist ein bisschen komisch. Ich bin dann hingegangen und habe das Dach da oben zu Fuß gemacht, ohne Smart Mod. Ja, also, wenn das hier, guck hier, wenn ich das hier, ja, ihr wisst ja, das haben wir so gemacht. Jetzt machen wir es mal so. Ne? Hier so. Und dann so. Ne? Da habt ihr diese 8. Und dann bin ich ja da hinten so. Ne? So. Und der Versatz, je weiter es da hinten hinkam, war immer mehr. Also, irgendwas ist da nicht grün, um es mal so auszudrücken. Ach so, guck mal, hier die Nupsis innen, da die Nupsis. Ach, leg mich doch mal einmal. So, hier Dunstglocke. So, ich will. Ach, ich muss schon wieder gehen. Ja, ja. Ich will jetzt erstmal eine Verbindung schaffen. Wir gehen jetzt erstmal. Nee, wir gehen erstmal nicht, es sei denn, ich habe. Ist eigentlich irgendein Licht an? Nö, da haben wir gar nicht angeschlossen. Hab ich denn von diesen Stangen? 196. Wartet mal. Wir müssen hier. Ach so, was ich hier noch nicht gemacht habe. Die Tube, die hier drin ist. Die. Mann, seht ihr, wie viele Eingänge ich habe? Einen. Die geht nur eins hoch. Die geht nur bis oben hin hoch. Will ich nicht. Also ich will jetzt nicht bis oben hinfahren. Also müssen wir es mal kurz auf die altmodische Art machen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das ist ziemlich hoch, das Ding. Um es so auszudrücken. Ah, hier geht die Tube. Okay. Ja, vielleicht noch eins. Vielleicht hier. Hier sagt die Tube nicht. Sehr gut. Jetzt ist das Ding natürlich nicht in der Mitte, ne?
Das hat gar nicht von unten so ausgesehen, als ob der so weit aus der Mitte von dem Ding ist. Wie viel von den Teilen haben wir denn hier? Schon wieder vergessen. 8. Schlicht. Wie hoch kommen wir da? Wir gehen nochmal eins höher. Ja. Mann, was ist denn los hier? Jetzt haben wir hier die Tube wieder. Und dann gehen wir halt noch eins höher. Dann haben wir die Tube da nicht. So. Haben wir die Tube da doch. Bin ich gleich ganz oben, ne? Mist. Das hat so einfach ausgesehen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich werde noch einen Stockwerk höher machen, das ist aber Off-Ding oder halt Stream, aber Stream nutzt aktuell nicht, weil ich eh nicht lang sitzen kann. Okay. Ich wollte eine Verbindung machen von dem. Geh mal weg. So. Wenn ich jetzt hier so ein Teil darüber mache, wie sieht denn das eigentlich aus? Also ich glaube eigentlich nicht so wirklich, ne? Hier. Als nochmal so als Beispiel. Mal gucken. Ne, das sieht auf jeden Fall aus wie gewollt, nicht gekonnt. Da gehen wir jetzt hier rüber. Ja gut, von hier aus kann ich es ja gar nicht machen, ich Idiot. Weil das hier nicht gerade ist. Ja, wenn ich jetzt hier so ein Ding, da ist es ja schräg. Wo ist denn überhaupt die Mitte von dem Teil? Hier? Nee, kann nicht sein. Er hätte es vorher mal markieren sollen. Hier? Hier, ne? Hier, genau eins daneben. Und wenn ich... Ah, warte mal. Und wenn ich... Ich mache jetzt mal so. Zack. Machen wir das schöne Gebäude wieder kaputt. Komme ich da oben hin? Nee. Dann gehen wir hier eins runter. So. Zack. Dann gehen noch mal eins runter. Und jetzt will ich mal hier... Hier sind nämlich an den Ecken... So, jetzt gehen wir hier raus. So. Und dann muss man das Ding hier irgendwie in die Mitte kriegen. Der snappt ja nicht in der Mitte. Das heißt, wir brauchen als erstes eine Tür, damit wir den dazu kriegen, dass er in der Mitte snappt. Und so ein Ding. Jetzt will ich hier noch was sehen. So. Ist das Ding jetzt... Warte mal. Flup. Hä? Alter, bleiben Sie geschmeidig. Geht doch. Was das blendet. Ja, der ist in der Mitte. Der ist es. Der ist auch niedriger. Guck. Dann müssten wir das so machen. Stoßen wir uns den Kopf. Kriege ich den... Wie hoch kriege ich denn den da? Lass mir den nochmal ein Stück daran. Und noch ein Stück. So. Und jetzt von der Organisation... Schau mal her. Mist. Dann halt... Ah, es war mir klar, ne? Aber krieg ich den nicht so jetzt zwangsweise... Weite von bauen. Das war jetzt nicht Smart Mod. So.
Das Ding immer noch nicht angeschlossen. Jetzt haben wir das hier. Ich habe übrigens mal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo in Asien, an einem Hochhaus außen gestanden. Die hatten auch so ein schmales Gitter. Das fühlt sich manchmal ein bisschen scheiße an, sage ich euch. So, das Ding wird noch verlegt, damit ihr da hinten nicht rausguckt. Das mache ich noch im Off, weil da ist ja dieses Band dran von dem Alu. Nebendran, das merkt. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt haben wir das so. Okay, jetzt sind wir da drüben. Jetzt sind wir hier drin. Dann wollen wir eigentlich hier auch rüber? Oder nicht? Lass mal gerade gucken. Ist das eigentlich auch... Das war ein 8x8 Cube, ne? Ja. Nee, wollen wir eigentlich nicht. Das sehen wir dann gleich. So, jetzt gehen wir hier unten nochmal hin. Und gucken uns das mal an. Wie wir das mit diesen Stützen machen. Und zwar habe ich erst überlegt... Du bist zur Hälfte, dieses Ding. Also dann so. Ne? Und dann nochmal ein. Also anders darum dann. Denn wenn ich das so mache, aber wir müssen das mal testen. So, so. Und so. Na, na komm, mach das mal gleich da dran, damit man das sieht. Ab in den Bodenrahmen. So, so, zack. Wenn die zu lange sind, sehen die eigentlich aus nur noch wie Streichhölzer. Ja, dann sehen die nicht mehr zu massiv aus. Wenn man, also wenn man zu viel sieht von diesen Dingern. So, runter da. Und du auch nochmal. Und dann gucken wir nochmal. Runter. So. Lass mal gerade von hier gucken. Die Sonne geht wieder auf. Das ist sehr schön. Da mache ich noch kein Fenster rein, weil wir nur noch raus, rein und rauslaufen. Wir sind mit 32 Kanister Sprit noch. Die Einfahrt für den Zug muss natürlich kleiner sein. Ich weiß nicht, ich lasse das gerade wirken, wenn man so will. Ihr könnt ja auch mal wirken lassen, müsst euch natürlich ein bisschen was wegdenken, wie da dieses Hilfsding. Das ist zu viel. Also man sieht zu viel von diesen Stangen. Man müsste das. Jetzt müsste man es natürlich, muss es halt so machen, ne? Als Beispiel, ich mache jetzt mal nur bis dahin. So, den will ich aber sehen können. So. Den will ich sehen können. Was ist denn, wenn man es so macht? Zu. So. Zu. Glasscheibe wäre da Schwachsinn. Wozu soll man da eine Glasscheibe hinmachen? Ja. Das sind Ständer. Oh Mann. Fragen über Fragen. Um es jetzt mal so auszudrücken. Fragen über Fragen. Machen das mal hier. Achso, jetzt muss ich hier... Das müssen wir hier, damit wir das uns sich vorstellen können, uns das vorstellen. Ja, ach, ihr wisst schon, stellen Sie sich davor, ne? Soll ich vorstellen? Meine Frau. Können Sie sich das vorstellen? Das ist meine Frau. Können Sie sich mal da vorstellen? Das ist meine Frau. Je nach Alter. So, Das war jetzt nur das hier zum Rein- und Rausfliegen. Also mache ich es mal zu. So. Ich würde mit diesen Scheiben hier nicht unten hingehen. Ich würde da schon bei dem Rand lassen. Das ganze Ding, das hier, so erstmal machen. Das hier, das ist ja ein Stockwerk, da kommen Maschinen rein. Ich habe übrigens noch was anderes, wir brauchen da hinten definitiv einen Bahnhof. So. Das sind jetzt so Sachen,
Ich mache noch mal den hier. Geben wir mal den. Damit das nicht ganz so... Du musst... Ja, das ist halt, wenn diese runden Dinger... Die snappen halt... Nicht so schön. Warte mal, habe ich hier... Ja, hier. So, können wir mal hier kurz gucken. Wir machen das mal gerade. So. Nein. Ach, dann halt zwei. Läuft sich sicherer. So. Dann kommen, machen wir noch einen dritten. Und gucken uns das mal an. Du musst runter. Ich mache jetzt erstmal so, dass er hinter dieser Linie da ist. Hinter diesem Ding, damit man das nicht mehr sieht. Schau das jetzt einfach mal runter. Und dann so. Und dann habe ich hier gesagt, jeden zweiten, ne? So. Muss halt immer diese einzelnen anklicken, weil das Ding hat doch nicht genügend Materialien. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, kein Zement. Zementzug steht da. So, der war hier. Der muss offen sein. Der. Der. Und der. Mal gucken. Lassen Sie mal schauen. Liebe Damen und Herren. Was denn jetzt da los? Ein versetzt. So. Genau. Ein versetzt. Egal. So, jetzt, ja. Wirkt vielleicht dann auch anders da, wenn ich das ganze Ding fertig habe. Also hier unten rum. Das mache ich dann im Off. Wir gehen jetzt hier hinten nochmal, damit ihr wisst, wie wir das machen. Da hinten hin. Zeig mal her. Hier mache ich keinen Ständer hin. Das ist halt so eine freischwebende Brücke. Die ist ja auch nicht schlecht. Ne? Warte mal, hier kann ich, glaube ich, nicht stehen. Das ist ein Konstruktionsfehler. Der Ingenieur, der das hier geplant hat, der hat hier Mist gebaut. Dass der Charakter hier schwimmt, das ist schlecht. Der sollte da eigentlich laufen. Das müsste eigentlich eins höher. Mal gucken. Warte mal. Ja, der schwimmt hier, guck. Das sollte so nicht sein. Naja, egal, jetzt erstmal. So. Hier, Bahnhof. Und zwar beide Richtungen. Müssen wir kurz, gehen wir kurz an, damit ihr wisst, was ich mache. Und hier kann ich schweben, ne? Ja. Das heißt, den hier. So. Da kann man ja mal gucken, schnell, wie dies von hier aussieht. Hier kann ich jetzt schweben, weil hier ist die Schiene, die ja in Betrieb ist. So. Ja, der muss auf jeden Fall noch eins höher. Zwei. Das nächste ist ja das Schmale. Und das nächste ist das Höhe. Hohe. Das heißt 16 von den Dingern höher. Ungefähr so. Ja. Das hält richtig auf. Da sind übrigens schon verbaut, was habe ich gesehen? 42, weil diese, der Boden da halt noch drin ist, ne? 42.000 Zement sind da drin. Knapp. In dem Ding. Ja, weil so sieht man zu viel durch. Auch den Felsen, der da hinten drin ist. Ja, ja, ja. Okay. So, hier. Wenn mich nicht alles täuscht, war so ein Bahnhof 3 breit, ne? Lass mal kurz gucken. Und zwar brauchen wir den in beide Richtungen. Bahnhof. Nur mal gucken halt, ne? Der ist 3 breit, ne? Der ist sogar mehr breit. Der kommt nicht hier, der kommt dahin. So. Und die fahren dann hier so und halten hier an und die kommen von da. Da kommt sowieso vor dem Zugpatch kommt von da keiner. Damit man den zwingen kann, fahren da. Und damit wir hier viel Platz haben, uiuiui. Wo ist denn hier? Da. Okay. Das heißt, wir könnten den hier. Bist du da? Jawohl, sehr schön. Das hier. Reißt den jetzt nicht ab, dann habe ich keinen Strom. Okay, das ist hier. Der muss dort zurück und dahin. Ich brauche mal, was bist denn du? 8x2. Wir müssen mal gucken. Ach, ich habe ja kein Zement. Ja. Bin der Held vom Erdbeerfeld, ne? So, Material geholt. Was ein Glück, der Bauzug hier. Den könnte ich jetzt eigentlich mal auch. Nee, wir bauen ja eigentlich, ich baue ja mehr da hinten dann im Off.
Und nicht hier. Wir gucken jetzt nur mal nach der Größe von dem Ding. Da ist das Zugteil. Ich will, dass der dann da wieder drauf kommt. 1, 2, 3, wir machen den mal. Müssen wir testen. Jetzt gucken. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist zu viel. Oder? Wie, mit welcher? Ich kann ja mit der Linie. Ich will ja nicht, dass der Bogen da hier. Wo fängt denn der Bogen an? Wir könnten. Hier ist Sonne. Mach mal erstmal bis hier hin. 1440 schon wieder. Hier könnt ihr gucken. Ach, der liebe Smartmod. Wo hängt denn der hier? Da. Und passt ja. Jetzt lass uns mal schauen. Ich habe jetzt bestimmt nicht für, weil ich habe ja mein Inventar geleert. Aber dann nehme ich halt einen Shop. Doch, habe ich. Gucke. Ich bin da überlegen. Und zwar entweder man macht einen Bahnhof hier in diese Richtung und auf genau derselben Schiene in die Richtung. Oder aber zwei, und zwar einmal in die Richtung, dann müsste das so sein, einmal in die. Da kriege ich aber, wenn ich den hier, den so mache, so, die Kurve niemals dahin. Ding der Unmöglichkeit. Da müsste der viel weiter hinten stehen, also eher hier, sodass der Bogen so dahin kommt. Wir können ja mal gucken. Ja. Hier habt ihr die Weiche. Wenn man den, warte mal, mit den, wenn der so und dann so und ne, dann müsste der von da drüben kommen. Boah. Ja, gucken wir in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.